want to know is secret. Jo Leute, grüßt euch, wir haben wieder eine neue Folge Top 5 Kills für euch und es sind wieder schöne Sachen mit hier am Start. Schöne Killfeeds, schöne Abschüsse, schöne Multi-Abschüsse, alles was das PvP-Herz begehrt. Wenn ihr ein Teil dieser Serie sein möchtet, lest euch im Hintergrund die Regeln durch und sendet uns Clips ein. Ansonsten möchte ich noch kurz erwähnen, die Reihenfolge ist hier nicht wichtig, das ist alles Meinungssache, da hat jeder einen anderen Geschmack. Das heißt, wenn ihr einen anderen Clip auf Platz 1 gesehen habt, dann ist das so, kein Grund sich aufzuregen, genießt einfach die Clips. Ansonsten würde ich sagen, es geht los. Auf Platz 5 haben wir zur Einwärmung eine richtige Eskalation bei Rift, wo der Kollege hier das Gegnerteam sowas von auseinander nimmt, zuerst mit dem Universalgerät und dann rein direkt mit dem Kopf durch die Wand hinter die feindlichen Linien, um da auch nochmal so richtig abzurasieren. Man kennt's bekanntlich, die Wahrheit verfehlt nie ihr Ziel, doch in diesem Clip hat die Wahrheit ein eigenes Leben und dachte sich, ja, ich mach mal einen kurzen Umweg, einen Abstecher bei McDrive und hol mir noch eine Pommes. Und auf Platz Nummer 3, da liegt das gesamte Gegnerteam wie auf dem Präsentierteller, das lässt er sich nicht zweimal sagen und pflückt einen nach den anderen weg, bis vom Team nichts mehr übrig geblieben ist. Auf jeden Fall sehr starker Clip. Das Fusionsgewehr wird oft unterschätzt, doch in diesem Clip sehen wir, wie man damit so richtig gut abgehen kann. Und dann fragt man sich noch, wer braucht noch eine Matador? Und Platz 1 diese Woche, da möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Lehnt euch zurück und genießt diesen Clip. Ja, Freunde der Sonne, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ordentlich Daumen nach oben da. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen. In diesem Sinne, Leute, soll's das von mir aus gewesen sein. Schaut euch noch das letzte Video an und lasst ihn immer schön schwingen.